Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit Folge Nummer 47 von Barlo spielt. Und ich bin normalerweise nicht der allergrößte Fan von Events, aber momentan läuft einer und auch von dem bin ich eigentlich kein Fan. Es laufen zwei zurzeit. Es läuft der Dunkelmond-Jahrmarkt und es läuft jetzt dieses Valentinsfest. Aber ich weiß, viele von euch sind's. Und manche von euch fragen sich sicherlich, wie bekomme ich diese Tokens, die ich brauche, um mir bei dem Valentinshändler zum Beispiel das Mount zu kaufen. Ich habe einen Tipp für euch und bin gerade dahin unterwegs, genau das zu machen. Wie ihr relativ leicht an ziemlich viele rankommt, gesetzt dem Fall, ihr habt eine Level 100 Char. Es könnte auch funktionieren, ich weiß es nicht genau, es könnte auch mit niedrigerem Level funktionieren, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Und zwar geht ihr zum Scharlachroten Kloster. An den linken Eingang stellt auf, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet und euch wundert, warum sind die denn alle auf so einem niedrigen Level, stellt die Dungeon-Schwierigkeit auf heroisch. Lauft hier rein. Wartet, bis der Ladebalken sich gefüllt hat. So. Und jetzt gibt es hier diese Zombie-Haufen. Und die aggro die erstmal alle. Schießt die Haufen selber nicht an, macht sie nicht kaputt, sondern aggro erstmal nur die Dinger. So, hier ist noch einer. Ich muss mal kurz ein bisschen springen. Nehmt euch den Haufen hier noch. Aggro den. Und als letztes, ich glaube, den hatten wir noch nicht. Den hier. Ich werde, glaube ich, noch mal gleich welche aufsammeln müssen. So, ich hole mal kurz mein Pad. Wo haben wir es? Hier. So, normalerweise sollte ich jetzt schon auf der sicheren Seite sein. Ich könnte natürlich auch noch versuchen, aus dem AE rauszugehen, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt größtenteils egal. Die Viecher mit den Flammenwerfern spawnen sowieso nur einmal oder sind nur einmal gespawnt und danach nicht mehr. Ich werfe nochmal kurz eine Falle rein. Und ihr hört dieses Pling-Geräusch und seht hier diese Herzchenanzahl, wie sie sich im Laufe der Zeit, ich lasse mal kurz das Ding offen, im Laufe der Zeit erhöhen wird. Ich möchte hier gerade mal gar nicht wild rumschießen oder so, weil ich die Sorge habe, dass ich irgendwelche von den Haufen, von diesen Zombie-Haufen abschieße. So, die aggro ich aber auch nochmal mit. Und ihr hört die ganze Zeit pling, 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 pling und seht hier oben rechts diese Herzchen. Wie sie immer mehr werden. Und alles, was jetzt aus diesem Zombie-Haufen spawnt, wird zu euch laufen. Und ihr könnt es dann mit irgendwelchen simplen AOEs umnuken und relativ schnell, ziemlich viele davon von sammeln. Jeweils eins davon könnte ich umwandeln. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade im Kampf geht. So. In dieses Lovely Charm Bracelet und das wiederum kann ich umtauschen gegen Tokens. Insgesamt bräuchte ich, aber ich glaube für das Reittier, es gibt ein Reittier, braucht man glaube ich 240 Tokens. Was zwar eine ganz schöne Menge ist, aber was auf diese Art und Weise, glaube ich, auch in halbwegs endlicher Zeit funktionieren sollte. Also für den Fall, dass ihr das noch nicht wusstet. Es geht übrigens, falls ihr wie ich gerade, falls ihr es mitbekommen habt beim letzten Mal, ich grinde ja mit dem Jäger noch dieses Insane in the Membrane Achievement, für das es den Titel der Wahnsinnige, die Insane gibt. Das Einzige, was mir da noch fehlt, ist der Dunkelmond-Jahrmarkt und dort gibt es jeweils einmal pro Dunkelmond-Jahrmarkt eine Quest, wo man, glaube ich, 250 Mobs oder so töten muss. Das geht hier auch, also die kann man nebenbei auch noch voll machen und muss nicht irgendwo anders. Wobei, wenn ihr regelmäßig raidet und Quests macht und Dailies macht, dann dürfte es eh kein Problem sein, aber falls ihr das irgendwie schnell machen wollt, geht das auch hier. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich brauche ja auch nicht großartig Heilung, da reicht mir Spirit Bond als Jäger irgendwie aus. Es gilt, glaube ich, auch, wenn mein Pet den Kill macht, dann kriege ich auch dieses Token.
Ich könnte jetzt einfach mal abwarten und gar nichts machen. Das Problem ist nur, dass das Pad in diesem passiven Stance, in dem es ist, nicht so hundertprozentig so funktioniert, wie ich will und manchmal einfach gar keinen angreift. Aber jedes Mal, wenn ihr ein Pling hört, hat es einen lovely Charm gegeben, die ich wiederum umwandeln kann. So, das also mal als kleiner Tipp für euch, falls ihr gerade versucht, bei dem Fest das Pet oder das Mount zu bekommen oder einfach nur so. Es gibt ja auch ein paar Achievements dafür. Und das relativ schnell machen wollt und ihr einen Level 100 Charakter habt. Hier gibt es eine Menge Spawn. Hier könnt ihr fast schon AFK sein. Müsst einfach mal alle, keine Ahnung was, 30 Sekunden irgendein AE machen oder alle Minute ein AE machen. Ich glaube, mit Pet-Klassen geht es generell noch. Es sollte zumindest noch einfacher gehen. Ich kann ja mal aufhören, hier Schaden zu machen. Dann gucken wir mal, ob mein Pet irgendwie die regelmäßig klärt. Und währenddessen widme ich mich euren Kommentaren unter dem letzten Video. Erstmal eine Entschuldigung von mir. Es tut mir so leid. In der letzten Woche habe ich nicht wirklich... Also einmal habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe ein Video für den falschen Tag datiert. Das Video, das, glaube ich, am Dienstag hätte rauskommen sollen, hatte ich auf den Mittwoch datiert. Und mir ist es zu spät aufgefallen, um am Dienstag noch ein weiteres nachzuschieben. Es hat aber auch wenig Sinn gemacht, am Mittwoch dann noch eins nachzuschieben, zumal ich das Problem hatte, dass wir als Gilde dort natürlich in Blackrock Foundry rein wollten und uns den Raid angucken, das auch gemacht haben und von daher fehlte mir so ein bisschen die Zeit. Ich gelobe Besserung und ein Hinweis schon mal, am Freitag, ist kein WoW-Thema, aber am Freitag, den 13. diese Woche, fängt Season 2 an, Season 2 in Diablo. Und die möchte ich mir eigentlich auf jeden Fall mal angucken. Und ich glaube, ab 18 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht, 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht die los. Ich denke, da werde ich auf jeden Fall mal meinen Stream anmachen und anfangen, meinen Hexer hochzuspielen. Denn ich werde wieder, wie immer eigentlich, Hexer spielen. Ich habe auch einen eigenen Clan, in dem nur Hexer aufgenommen werden, wo ihr auch mitmachen könnt, wenn ihr Bock habt. Das alles dann am Freitag. Und jetzt kommen wir wirklich mal zu den... zu den Kommentaren. Im letzten Video habe ich mich darüber beschwert, über das Durchrennen in Instanzen und die Leute, die immer irgendwelche Abkürzungen nehmen wollen. Dotwin schreibt, ich persönlich habe immer nur Probleme mit dem neurotischen Durchrennen und Zwangsabkürzen. Die gehen mir zum Teil auf den Sack. Zum Glück hat man die nur ein, zweimal die Woche. Für dich noch ein Tipp von einem Kumpel, der seine komplette WoW-Laufbahn nur als Tank gespielt hat. Wer pullt, der tankt. So zieht man sich die DDs zurecht. Das ist immer so eine Philosophiefrage. Also ich kenne das auch von Heilern, die halt sagen, ich heile nur den Tank und die DDs nur, wenn sie unvermeidbaren Schaden bekommen. Ich finde das blöd, also ich finde das unsinnig, weil im Raid macht man es auch nicht. Wenn im Raid einer einen Fehler macht und geheilt werden muss, dann ist es die Aufgabe eines Heilers, ihn verdammt nochmal zu heilen. Ansonsten wird man sehr, sehr häufig wipen und das ist genau das Problem in vielen Situationen. Natürlich sollten die Leute nicht wie wild pullen und wenn man in Fünferinstanzen geht, kann es einem tatsächlich passieren, dass pullende DDs es verdammt riskant machen. Das ist die einzige Situation, wo ich den DD sterben lassen würde, wenn ich wüsste, es ist ein höheres Risiko, wenn er am Leben bleibt und weiterhin Gruppen dazu pullt und uns damit wiped, als wenn wir ihn sterben lassen und der Rest der Gruppe einfach die entsprechenden Pulls zu Ende macht. Das ist so die einzige Situation. Hanso, Onkel Barlow, du hast etwas von neuen Kochrezepten erzählt, wie zum Beispiel Butter-, Stör- und Schläfer-Sushi. Ab wann sind die Rezepte verfügbar und wie kann ich sie bekommen? Mit freundlichen Grüßen. Das ist eine gute Frage. Verfügbar werden sie wohl sein ab 6.1. Ich bin mir aber noch nicht genau sicher, wie man an die neuen Rezepte rankommt. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es einen neuen Händler in der Garnison, der gelegentlich vorbeikommt und die verkauft. Aber sobald ich mehr darüber weiß, werde ich es euch wissen lassen. Hans schreibt, du hast deshalb weniger Probleme mit katastrophalen Dungeon-Gruppen, weil du Horde spielst. Ich habe sowohl Horde als auch Allianz gespielt in 5-Mann-Dungeons und habe bei beidem keine Probleme gehabt. Man kann natürlich sagen, ja, du hast ja auch selber Tank gespielt. Und wenn du selber Tank spielst und das halbwegs hinkriegst, dann ist es leichter. Mag alles sein. Nur dafür, dass es so viele Leute gibt, die sich beschweren über fürchterliche Instanzgruppen und unspielbar und alle sind so unfreundlich und so weiter und so fort, habe ich davon viel, viel, viel zu wenig erlebt. In meisten Gruppen ist meine Erfahrung, ich wiederhole das gerne, dass man am Anfang Hi sagt und dann antworten die meisten Leute auch mal zwischendurch mit Hi und das war's. Mehr passiert da nicht. Am Ende wird noch Tschüss gesagt
Und meistens wird nicht viel gemoppert, selbst wenn es einen Vibe gibt. Aber es stimmt, also je mehr Vibes es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwer rummoppert. Aber es kommt halt meiner Erfahrung nach viel, viel seltener vor, als manche einen Glauben machen. Kugelwasser schreibt, habt ihr das auch auf Balo Stream, also nicht live, die alten, die man auf Abruf ansehen kann, dass der Ton gemutet ist. Ja, das passiert manchmal. Wenn ich Musik laufen habe im Stream, kann das passieren, dass der Stream gemutet ist. Dabei ist es übrigens relativ egal, ob das irgendwelche Chartmusik ist oder halt überhaupt Musik, die man halt irgendwie aus dem Radio kennt. Oder Ingame-Musik, weil es tatsächlich sogar oft genug bei Ingame-Musik passiert ist, dass die entsprechenden Streams gemutet wurden. Haben wir noch weitere interessante Fragen? Bin mal gespannt, wie ihr durch Black Hawk Foundry kommt übrigens und was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Hi Balo, könntest du mal alle deine Week Hours näher erklären? Zum Beispiel Casting Bar, Player Fenster, ich krieg das alles nicht gebacken. Vielleicht mache ich das irgendwann mal in einem getrennten Video, das alles zu erklären. Mein Player Frame ist übrigens nicht Week Hours. Könnte man vermutlich mit Week Hours machen, aber es ist Pitbull Unit Frames. Den werde ich aber vielleicht noch irgendwie eine Spur schmaler, also nicht schmaler, sondern weniger hoch, flacher machen. So rum. Kaskaras schreibt, bin mal gespannt, wie schnell das gefixt wird mit den Eichhörnchen. Naja, wir haben ja eine gute Alternative jetzt für die Eichhörnchen gefunden, zumindest für dieses Love-Dings-Festival. Sie haben es ja schon einmal gefixt für das Follower-Schnell-Level. So, Eli, mein Matt ist alle, was tun? Ah, das ist fürchterlich, das kenne ich, das Problem. So, wir sehen, dass ich, dass mein Pet tatsächlich den gesamten Job übernimmt. Wenn das so funktioniert und es scheint so zu funktionieren, dann muss ich, glaube ich, nur alle halbe Stunde oder alle Viertelstunde mal hüpfen, um nicht ausgelockt zu werden. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier eine Menge Lovely Charms. Das also als kleiner Tipp für euch. Ich wollte das heute machen, aus dem einfachen Grund, weil dieses Event oder dieser Event nicht mehr sehr lange läuft. Ich habe bis zum 14. ist, glaube ich, Valentinstag, bis zum 15. läuft es noch. Und falls ihr euch mal die Zeit nehmen wollt, dann habt ihr jetzt noch ein paar mehr Tage, um euch mal hier reinzustellen und die Dinger zu farmen. Dunkelmond-Jahrmarkt wird dann mein nächster Schritt sein. Im Dunkelmond-Jahrmarkt weiter mein Insane-Achievement farmen. Und ich denke, ich werde euch noch ein bisschen... Ah, müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir es irgendwann noch mal hin, BlackRock Foundry Community Raid zu machen. Ich weiß es nicht, ich kann es auch noch nicht versprechen. Wie gesagt, ich habe immer ganz gerne ein paar Leute dabei, denen ich vertrauen kann und wo ich weiß... Die wissen so ein bisschen, was da zu tun ist, damit man dem Rest dann nur noch, also in Anführungsstrichen nur noch dem Rest erklären muss, was man machen muss. Denn BlackRock Foundry selbst auf Normal ist jetzt nicht so trivial, dass man da einfach durchfährt. Gibt ein paar Bosse, die relativ einfach sind, aber wenn man sich den Wing-End-Bossen nähert, kann es mitunter schon ziemlich schwierig selbst auf Normal werden. Also zum Beispiel der Endboss, Blackhand, ist auch auf Normal nicht super trivial. Gucken wir mal. Vielleicht machen wir das auch noch irgendwann und finden noch ein paar Leute, die sich bereit erklären, da irgendwie mitzumachen und zumindest den Leuten zu helfen, die in ihrer entsprechenden Rolle spielen. Sprich irgendwie ein Tank, der weiß, wie man da tankt, ein Heiler, der weiß, worauf man als Heiler achten muss und entsprechend DDs, Nahkämpfer bzw. Fernkämpfer, die wissen, worauf die DDs bei den Encountern achten müssen. Ist auf jeden Fall bisher eine super schöne Instanz, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe schon so ein paar Lieblinge, Hans und Franz zum Beispiel, aber überhaupt gibt es, finde ich, einige sehr, sehr schöne Bosse und einige sehr, sehr schöne Kämpfe dort. So, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, markiert euch schon mal im Kalender den Freitag. Ich schätze ab 18 Uhr, da muss ich nochmal genau nachgucken, wann tatsächlich der Season-Start von Season 2 losgeht. Nicht, dass es irgendwie erst um 0 Uhr oder 2 Uhr oder so losgeht und wir wie doof darauf warten. Aber das ist ansonsten schon mal für Freitag was wir uns vormerken können. Ich zumindest merke mir das vor. Und wünsche euch einen guten Start in die Woche. Sage bis dann, euer Onkel Balo. Macht's gut. Tschüss.